So, herzlich willkommen beim Ride of the Year 2021. Head Judge Tom im Fokus. Dann haben wir hier noch Jan-Niklas Paasch, auch am Judgen. Und Timo Riemschneider. Esmo Pfeib. So, jetzt Ramon Erdmann, Daddy von Linus Erdmann und Opa von Jano Erdmann. Mit einem Ready to Switch. So, hier ist The Lazy Max mit einer Back Edge. Jan Burg Döffer. So, Ramon Erdmann ist wieder an der Reihe. Er dreht um. Nimmt Speed auf. Und springt nicht ab. Ramon Erdmann nimmt wieder Speed auf. Speed ist key. Hakt sich aus. Und das war eine Unhook Backroll von Ramon Erdmann. So, als nächstes Sebastian Dannberg, auch Basti genannt, nimmt Geschwindigkeit auf, springt ab und macht eine Unhook Backroll, genauso wie Ramon Erdmann. Vermutlich wird es ein paar mehr Style-Punkte geben. Hier in der Front sehen wir Jonathan Nieselsteiner, ist noch gar nicht dran, fährt sich schon mal warm. Ja, ja, wir sind voll im Heat, Johnny. Max ist gerade dran. The Lazy Max nimmt wieder Geschwindigkeit auf und dreht wieder um. Okay, es scheint so, als würde er nach rechts springen wollen. Wir sind gespannt, was er uns hier abliefert. Und er springt ab und macht... Oh, damn. Schön, schön, schön. Eingeschlagen. Ich hoffe, er hat sich nicht wehgetan. Jonathan guckt nach. Aber es scheint alles okay zu sein. Jonathan zieht wieder ab. Als nächstes haben wir hier Burgi, Jan Burgdörfer. Er will anscheinend nach links abspringen. Kantet an und macht ein Frontblind. Richtig gut, sehr clean. Applaus. Okay, jetzt ist Ramon Erdmann wieder an der Reihe. Mal schauen, was er uns jetzt zeigt. Einen Rally-to-Blind-Versuch, leider gescheitert. So, als nächstes haben wir hier wieder Sebastian Dannberg. Seine Freundin ist auch am Start zum Anfeuern. Aber er dreht noch um. Na, wo bleibt er? Da kommt er angefahren. Ah, der Zoom ist nicht mehr so smooth. Da muss ich mich für entschuldigen. Und er springt ab mit einem Back to Blind, oder? Front wrapped? Ich hab's. Es ist recht schwer, das auf dem Bildschirm zu erkennen.
was es für ein Trick war, vor allem wenn ich gegen die Sonne filme. Dementsprechend könnte es sein, dass ich falsch kommentiere. Aber die Judges hinter mir werden es auf jeden Fall richtig eingeben. Okay, Max hat sich anscheinend irgendwie nicht wieder vom letzten Crash erholt. Er schwimmt da immer noch. Ihm wird geholfen, aber jetzt müssen wir leider seinen nächsten Trick als Crash ansehen, wenn er jetzt hier nicht an den Start kommt. Das tut uns leid. Dann machen wir mit Bogi weiter. Okay, Bogi, kannst. So, dann hol da nochmal Schwung. Er kantet an und hakt sich aus. Steezy, nice. Sehr sauber. Als nächster Ramon Erdmann mit seinem letzten Trick diesen Heats. Da fährt er nochmal ganz nach rechts, um ordentlich viel Speed aufzunehmen und dann direkt hier vor den Judges einen geilen Trick rauszuhauen, hoffentlich. Jawohl, Double Back Roll to Crash. Schade. Er war motiviert, aber manchmal läuft es einfach nicht so. Er fragt, ob es noch als Buttcheck gilt. Das sehen die Judges höchstwahrscheinlich anders. Heb nochmal die Hand, Loni. Okay, als nächster Basti, Sebastian Dannenberg, jetzt mit seinem letzten Trick. Wir alle sind gespannt. Und was wird er uns zeigen? Was wird er uns zeigen? Jawohl, das war ein Ready-to-Rap-Versuch. Leider nicht ganz gestanden, obwohl er ihn eigentlich kann. Schade. Okay, Max ist wieder da. Er hat seinen Kite entangled bekommen. Jetzt kann er noch mal einen raushauen. Ja, letzter Trick! So, da kommt er angefahren. Hier bei besten Bedingungen in Ort. Flat Water, perfekt. Ein Rally to Blind! Ach, schade, Mensch. Fast gestanden und dann doch noch hingeplumpst. Schade, Schokolade. Das war's erstmal das war's mit dem ersten Heat der Männer. Jetzt kommt der zweite Heat ran. Achso, nee, das war es doch nicht. Jan Fugi kommt noch und dann sind wir fertig mit dem ersten Männer-Heat. Da kommt er angedüst. Ui, erstmal scharf stellen. Na, da ist er. Oha, 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 oha. Ein bisschen zu close hier vorne dran gewesen. Habe ich leider nicht ganz drauf. Das tut mir leid, Bogi. Aber ist er eh nicht gestanden. So, das war dann auch der letzte Trick jetzt wirklich vom ersten Männer-Heat. So, im nächsten Heat sehen wir jetzt auch Linus Erdmann, beziehungsweise werden ihn sehen. Es geht gleich los, ja. Die Judges sind wahrscheinlich so gut wie ready. Das ist das kleine Tömmchen, Tom Feldhusen. Riemschnitzel und Jan-Niklas Paasch.
So, jetzt Premium-Moderation und Filmung vom Allbrecher. So, hier sind wir. Erster Tag des Ride of the Year Contest 2021 hier an der Hafenmole von Ort. Hammerwind, super Wetter, Johnny am Start. Sunshine Boy. Isselstein. Und zwar, der fährt jetzt in dem zweiten Heat des Ride of the Year Contest. Da hat Jonathan Isselstein die Startposition 1, Michael Sumbatov die Startposition 2, Moritz Wietichter auf der 3 und Linus Erdmann startet als Vierter. So, Jonathan Isselstein hier, 12er North Reach, kommt angefahren, scheint nicht optimalen Druck zu haben, aber er mag es gern, ein bisschen unter Power zu fahren. Johnny springt immer ganz gern ganz weit rechts. Und hakt sie aus. Aspen to blind. Ja, sauber, ganz clean. Gestanden. Gutes Ding. Kite schön runtergelenkt, Kite nicht ins Wasser gehackt. Sehr schöne Ausführung, sehr schön gemacht. Okay, Lauritz! So, nächster Fahrer hier, Lauritz Wietüchter, auch mit North tatsächlich. North Pulse, wusste ich gar nicht, dass er den fährt. Elevate Brett. Hat stark delivered 2018 in Brasilien für 3 Monate. Hat ordentlich Druck, wie immer. Lauritz hat immer Druck. Naja, war jetzt auch am Trainieren bei uns. Auf Fehmarn. Ja, tatsächlich. Hat 3 Wochen oder so hat er bei uns gewohnt im Blauen Haus. Ach was. Okay. Oh, jetzt hackt er sich aus. Geht in die Kante. Back mal hoch. Yo. Oh, geil. As a fucking Supi. Cream. Hammer gut gemacht. Sehr schöne Ausführung. Kite könnte natürlich tiefer sein, aber. Muss nicht. Muss nicht. Ne? Der war schon. So, Linus Erdmann hier. 30-facher deutscher Meister. Oh, 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 oh. Ah, Hilfe. Ah, wo ist er? Springt über uns rüber. Ich konnte ihn nicht so richtig catchen. Hat wahrscheinlich alleine mit dem Trick viele Punkte rausgeholt. Johnny Jonathan Isselstein, ordentlich Schwung hat er. Fährt schön downwind, hakt sich aus, ordentlich Druck. Yeah. Back to blind mit dem Grab, Alter, yeah. Yeah. Nice, Tailgrab war drin, war sichtbar. Super. Kann man natürlich immer länger halten, aber das war schon von der Ausführung. Top Landung war clean. Johnny, ey. Konstanter Junge. Wusste gar nicht, dass er auch Wettkämpfe fahren kann. Kann er. Dem Druck hält er stand. Okay, Lauritz performt gleich seinen zweiten Trick. Yes, yes. Ich muss hier. Kommt er mit dem 13er? Ach, der. Wer? So, jetzt Lauritz Wietüchter. Baut Druck auf, macht so kleine Sprünge, um ein bisschen Speed zu gewinnen. Hakt sich genau vor der Sonne aus. Ordentlich Druck, ordentlich Höhe. Ja, Alter. Ordentlicher Einschlag, aber. Gefühlt mit Nose Edge. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber es war ein amtlicher Einschlag. Mein lieber Scholli. So, Linus Erdmann jetzt kommt von links. Ja, er darf. Okay, Linus darf springen. Ja, man muss natürlich auch mal warten, bis die Judges auch ready sind. Nicht, dass sie hier irgendwas übersehen, aber genau. Geschwindigkeit auf. Muss aufpassen wegen der Abdeckung hinter den Bäumen, aber das Platz. Uha, der war ziemlich niedrig, aber gestanden. Theoretisch. Hat er wahrscheinlich Hinterberger Pfeif oder so. Bisschen zu wenig Druck gehabt. Schade, schade, schade. Eine gestreckte Rückwärtsrotation eingeleitet. Und das Ganze dann mit einer 540-Rotation beendet. Und dann so. Isselstein kommt hier, rechter Fuß vorne. Ist, glaube ich, seine stärkere Seite, wobei er beide ganz gut abspringt. Oh, Frontblatt! Ja, oh, cool. Leider. Was schön. Lang schade, schade, mit der schade. Rotation Richtung Blind ist natürlich sehr. Sick. Sehr optisch schön ansehend. Yeah. So, Lauritz Wietüchter jetzt, rechter Fuß vorne, ordentlich angeknallt. Der Junge hat einfach immer Druck. Hat aber auch eine Technik, mit der das klappt. Boah, amtlicher Sprung, ordentlich Druck auf der Kante. Jawohl! Na, schade. Irgendwas war da. Eigentlich perfekt. Bei der Landung mit Zweck. Linus Erdmann hier direkt hinterher, rechter Fuß vorne, erstmal 5. Yeah. Natürlich.
sein Go-To-Trick, würde ich mal sagen. Nicht schlecht, Linus Erdmann. Nee, aber er wusste ja, dass es ein Crash ist. Er hat ja gesehen, dass es ein Crash ist. Okay, Johnny. Back to rap. Mach nach links. Ja. Kommentierst du ja auch, Tobi? Ja. Ja. Das läuft dieses Mal anders. Aber wir filmen nicht durch. Ja. Filmst du wieder? Mhm. Ah, okay. Ah, safe, ja. Dann nur die Tricks. Und es geht weiter jetzt. Jonathan ist es, dein linker Fuß vorne, hat er gerade schon angekündigt. Hat gerade zwei, die ihm entgegenfahren, hat jetzt seinen Platz, den er braucht. Ordentlich Speed und scheinbar eine ganz gute Böe erwischt. Oh, ordentlich Druck. Oh, das geht ab. Yeah. Oh, yes. Oh, schade, ey. Schön. Schade, schade, das schade. Das war ein versuchter Hinterberger, wenn man es so nennt. Ist umstritten. Late Mope ist das andere. Ist hier irgendwie ein bisschen am Limit. So, Lauritz Wiethichter jetzt. Ordentlich Druck auf Vakante schon wieder. Wo nimmt der immer den Wind her, sag mal? Jo. Direkt vor der Sonne wieder. Blindshot 2, clean. Ah, Kite leider ein bisschen hoch und tatsächlich auf die andere Seite rübergeflogen und eingesunken. Speed verloren. Schade, Schokolade an sich. Top in der Luft, der Trick. Da ist er wieder. So, Linus Erdmann hat. Linus Erdmann. Darf noch nicht abspringen. Die Judges haben noch kein Go gegeben. Sag ich mal so. Moin. Was fahren wir morgen eigentlich? Frauen und Junioren. Hm. Sonntag geht's dann auch nochmal weiter. Oh. Hallo, Linus. Sehr schön, Linus. Ja, aber keine er Hand hat gehabt. Hallo, Zuckermäuschen. Wer ist das denn? Das ist ja Finn. Das habe ich schon wieder an seiner Schule. So, Linus Erdmann jetzt nochmal. So, Linus Erdmann jetzt hier, aber macht noch keinen Trick. Fehlalarm. Linus, du hast nicht auf mein Handzeichen gehört. Was habe ich? Auf mein Handzeichen gehört. Ja. Jetzt darfst du. Wann darf ich denn? Jetzt. So, jetzt Linus Erdmann, linker Fuß vorne. Hat einen Core Nexus 12 Quadratmeter, hackt sich aus. Line Judge 5. Hat er. Jawohl! Alter Schwede. Nice. Und nicht easy. Viele, die Doubles hier in Deutschland. Aber er doch kann's. Ein paar können's. Unter anderem Linus Erdmann und Jan Burgdörfer. Beide Fahrer hier beim Rider of the Year. By the way, da hinten haben wir geheiratet beim Leuchtturm. Yeah, yeah. Sick. Ist Johnny dran? Ja. Nee, ich glaube, ich habe noch gar kein Signal bekommen von den Judges. Scheiße, jetzt habe ich ihn eventuell verwirrt. Ist es Luca? Villa? Nee. Fährt Alina eigentlich mit? Ja, Alina Cornelli wird morgen antreten bei den Frauen. Was geht heute Abend? Sowie Nina Rautenberg, Kaya Lehmann und weiß ich auch nicht, wer noch. Aber Judges, kann Johnny? Druck. Judges, Johnny springt! Okay, E-Crash. Loni, da kann man auch noch wieder aus, hat immer Druck eigentlich. Mach ihn! Alter! Okay, aber mit Kite Luke und Bartschek. Alter. Hat man jetzt hier. Kommt Fullspeed angeheizt, direkt vor unseren Augen. KGB, super Ausführung. Klasse. Easy und Steezy. Nicht schlecht. Wen haben wir hier? Hier Close-Up von Jonathan Isselstein. Isselstein. Aus Recklinghausen. Keine Chance mehr. Warum? Ich bin raus, oder? Nein. Nein. Jetzt mach einfach. Johnny, ich voll drin jetzt. Double Heart Attack. Mach einfach Double Heart Attack. Mach mal. Ja, ja. Du musst in Front Blind stehen, dann hast du gewonnen. Aber erst mal Double. So, das war jetzt der zweite Heat der ersten Runde der Herren. Linus Erdmann gegen Jonathan Isselstein, Lauritz Wiethüchter. Der ist jetzt abgeschlossen. Alle haben ihre 5 Versuche gehabt, ihre 5 Tricks. Jetzt macht sich der Vater von Linus fertig. Und zwar ist das Ramon Erdmann. Baut sein Brett auch oben auf der Mole auf und geht schon mal in die Schlaufen rein. Und das haut nicht hin. Und bei dir eventuell versucht er ja denselben Start wie Linus zuvor. Weil ich hatte
mit einem lässigen 3 ins 3. Oder 3 ins 5. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, Mon ist reingestartet, leider nicht mit 3 ins 5, aber dennoch smooth losgefahren. 12er Nexus hat er am Start. Denselben Kite wie Linus Erdmann eben gefahren ist. Ist aber auch nicht so besonders, weil er eben sein Vater ist. So, was geht hier ab? Gerade ist gerade nicht mehr so viel. So, wir sind jetzt hier. Zweite Runde des ersten Tages des Ride of the Year Contest hier an der Hafenmole in Ort auf der schönen Sonneninsel Fehmarn. So, im Heat 1 der zweiten Runde treten an Max, Ramon Erdmann, Michael Sumbatov und Jonathan Isselstein. Max fährt nicht mit. Nein, Max fährt nicht mit. Doch, Max fährt mit. Aber doch. The Lazy Max, ne? Lazy Max fährt mit. Ich nenne ihn mal Lazy Max. Lazy Max ist doch nicht so lazy, denn er fährt doch mit. Wir sitzen ja alle nur lazy rum. Hier sieht man Ramon Erdmann, den Vater von Linus Erdmann, oder eher seine Beine. Ja, Max aber Weise wollte eigentlich auch mitfahren. Er ist leider jetzt in Cuxhaven stecken geblieben. Schade. Was? Der hätte bestimmt auch gut performt. Was macht Max Weise in Cuxhaven? Das ist ein Local Shredder, der sollte hier eigentlich mitfahren. Das ist eine gute Frage, ja. So. Aber dafür haben wir den Lazy Max. Lazy Max ist dabei. Weiß, wie sein richtiger Nachname ist, aber Lazy Max tut's. Wenn ihr bei Instagram folgen wollt, Lazy Max. So, und dieser berühmt-berüchtigte Lazy Max fängt auch an. Kites fährt der meines Erachtens nach einen Core Impact. Kann aber auch komplett daneben liegen. So, es geht los hier. Zweite Runde, erster Heat. Ramon Erdmann, Lazy Max ist dabei. Jonathan Isselstein ist auch wieder mit dabei. Und Michael Sumbatov macht sich auch fertig. Und ich glaube sogar, dass Michael Sumbatov hier anfängt. In der Runde 2. Ramon Erdmann fängt an, das tut mir leid, mein Fehler. Ramon kommt angefahren, 12er Nexus hier, schön aufgepumpt. Hat natürlich zu performen jetzt, um sich auch ins Finale durchzusetzen. Hier, schöner Rally, Toeside. Kommt der Surface Pass? Nee, aber ja, leider kleine technische Schwierigkeiten hier an der Kamera. Oder dahinter. Michael Sumbatov jetzt rechter Fuß vorne. Grüner Helm kommt hier auf uns zugefahren mit seinem GTS. Baut Speed auf, hakt sich aus mit ordentlich Speed und Schlaufen. Espen, oi, Face Dive oder so. Jetzt geht's los hier. Jonathan Isselstein kommt auf uns entgegen. Linker Fuß vorne. Immer noch auf seinem 12er Reach unterwegs. Ja, du bist dran hier, Trick. Da gab's noch ein paar Verständnisschwierigkeiten. Fehler in der Absprache. Linker Fuß vorne hat aber Druck. Echt? Ich bin auch der Meinung, der macht seinen ersten Trick nach rechts, weil das seine sichere Seite ist. Teilweise. So. Johnny macht sich ready, hier rechter Fuß vorne. Guckt, dass er Platz hat. Sollte jetzt eigentlich auch Platz haben, wenn er an Michael Sumbatov vorbei ist. So, Johnny jetzt achtet drauf, dass er nicht die Fotografin über den Haufen fährt. Die genau vor der Sonne sitzt, das ist natürlich auch hart. So, hakt sich aus, Kite schön tief. Rally, Tailgrab, Blind, Kite, Drop, Crash. Grab eigentlich ganz nice performt, aber leider den Kite dann doch zu ambitioniert runtergelenkt. Ramon Erdmann als nächster. Nee, gar nicht wahr, Michael kommt. Nee, kommt nicht. Ah ja, doch. Ach, Lazy Max fährt gar nicht mit. Das ist jetzt Ramon Erdmann, der an der Reihe ist. Ja, auch bekannt als Schinken-Emoji, haben wir gerade erfahren. Wird schon seine Gründe haben. Ramon. Ah, Jambon. Ramon. Oh. Backroll. Ui. Unhooked Backroll. Oh, und ordentlich Speed nochmal am Ende. Yeah, Ramon. Nice. Hat er gemacht.
delivered. Ist natürlich auch nice hier als die Legende mitzufahren, quasi hier mit den gegen die Young Guns antreten, die natürlich nicht ganz so performen können. Okay, als nächstes. Als nächster kommt Michael Sumbatov. Hier direkt vor uns. Muss Loni aufpassen mit dem Film. Oh, hat seinen Platz, hakt sich aus. Kantet an. Wow, nicer Crash. Espen leider das Brett nach dem Absprung verloren. Aber auf jeden Fall nicer Einsatz an der Stelle. Der Junge hat Bock. Der geht mit viel Speed und Druck rein. Das geht natürlich auch gut in die Wertung, wenn die Tricks dann gestanden werden. Einmal zum Contest-Prinzip. Die Tricks setzen sich zusammen in der Wertung aus Höhe, Geschwindigkeit, Kite-Position, Kontrolle und Style und natürlich auch Risiko. Und danach versuchen sich die Kitesurfer hier an der Orta Mole zu richten. Jonathan Esselstein weiß schon wieder nicht, was abgeht. Du bist dran. Erster Heat, zweite Runde. Performen. Ja? Nee. Diesen Heat? Wusste ich gar nicht. Ich zähle das auch nicht. Naja, hier sind wir. Johnny fährt rechten Fuß vorne, wird wahrscheinlich ein Trick to blind ziehen. Ich hoffe ja auf den Front to blind. Und es ist ein Back to blind mit Tail Grab und leider Crash. Da hat er sich leider mit dem Oberkörper ein wenig zu weit nach vorne gelehnt und dadurch, dass er auch auf der Toe Side keine Finnen hat, erleichtert das Ganze natürlich nicht. Ramono El Loco kommt. Nee, die brauchen trotzdem ein bisschen Fallweg. Ramon ist dran. Der Schinken. Ramon. El Loco. So. Fährt jetzt hier an, linker Fuß vorne. 12er Nexus. Hakt sich aus, Kite schön tief, Rayleigh nach links, also theoretisch Switch, wenn rechts vorne seine bessere Seite ist. Hat er schön gemacht, hat bewiesen, er kann in beide Richtungen unhooked springen und kann auch in beide Richtungen unhooked einen ganz guten Poppen. Johnny. Michael Sumbatov hakt sich aus, Espen schön gestanden, hat er schön gemacht. Kite schön, das ist sein Go-To-Trick, muss man so sagen und sehen. Aber Johnny steht hier verwirrt vor der Linse. Der weiß gerade gar nicht, was abgeht. Du musst dir jetzt qualifizieren fürs Finale. Hier. Den ist sofort mal an. Nee, also man hört es echt laut genug. Nee, Johnny will ich nicht verstehen. Ja. Der macht sich einen Spaß draus. So, Johnny jetzt rechter Fuß vorne. Wir haben hohe Erwartungen an ihn. Er kann das nämlich eigentlich ganz gut und beweist auch immer, dass er mit schön viel Style fahren kann. Hat ordentlich Druck. Hier am Hafenort. Auf Fehmarn. Hakt sich aus. Espen, too blind. Gestanden. Crash. Heavy Butt Check. Ja. Ja. Vorher. Hat er gemacht. Die Crowd sitzt hier am Strand. Wir sind tatsächlich mittlerweile einige Zuschauer hier. Nicht schlecht. Geht Basti Danberg hier neben uns. Auch immer auf Fehmarn unterwegs. Hat Bock. Merkt man schon. Der ist heiß, der Junge. Wo ist eigentlich? Ah, Timo und Judge. Riemschnitt. So, wer ist dran? Was soll das denn? Ramon! Ramon! Ah, okay. Wer ist dran? Michael?
Nee, Ramon. Nee, Michael. Nee, der Schinken. Der Schinken? Ramon. Perfekte Bedingungen hier beim Contest. Der Wind ist da. Das Wetter ist gut. Die Sonne scheint. In Hamburg hat es gießend geregnet aktuell. Hallo. Ramon, hier Rayleigh. Oh, den hat er aber schon gemacht. Das gibt natürlich immer einen Tick weniger Punkte, wenn man den Trick wiederholt. Er wollte schon Rayleigh to blind machen. Er wollte einen Rayleigh to blind machen. Er hat uns vorhin erzählt, der Trick ist tricky. Okay, man muss den raus haben. Aber eigentlich kann er den. Warte, ich will. Linus wärmt sich auf. Süß. Sehr süß. Yeah. Oh, Michael Somatov hier. Rayleigh. Oh, schön. Bisschen unscharf. Alle, die kein Rayleigh können, genau so sieht ein Rayleigh aus. Ja, so hat er auszusehen. Vielleicht halt scharf. Dann kann man das auch besser erkennen. Auf der rechten Seite haben wir auch nochmal die Crowd. Kann man sagen, dass das so der Standard. Achso. Die werden wir morgen auch sehen am Perform. Es ist natürlich schwierig an der Stelle. Den hätte Johnny bestimmt gerne auf Kamera gehabt. So, als nächster Johnny, aka Jonathan Isselstein. Kommt angefahren hier rechts, Fuß vorne, 12er North Reach. Hat ordentlich Druck da hinten, ist ganz schön am Kämpfen fast. Der muss natürlich die Höhe gewinnen. Oh, da fährt ihm jetzt gerade leider schön einer rein. Schön vor die vors Gesicht. Das macht das Ganze natürlich immer schwieriger. Ich glaube, hat wieder eine Frage. Du bist dran. Ja. Ja, ich dachte, ich habe keine mehr. Johnny, mach doch einfach jetzt. Mach mal irgendwas hooked. So. Ist Michael oder Johnny jetzt? So. Johnny jetzt mit seinem letzten Trick an der Reihe. Da wird's nochmal tricky. Ich habe den Kites mit. Achso. Ich dachte wegen des Tricks. So, Johnny kommt. Linker Fuß vorne. Mitteldruck. Oh, Shifty wrapped. Clean. Nein, doch nicht clean. Kite geloopt. Und leider einen Tick zu hoch gehabt. Bei der Landung aber trotzdem noch gestanden. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was los ist hier. Front Row hier von Ramon. Kriegt die gar nicht drauf, wenn die so nah sind. Alter, Basti hat diesen geilen Kite, der so cool aussieht. Ja, ich bleib jetzt auch wirklich hier. Ich muss mal hier anfangen zu filmen. So, wir sind jetzt hier. Finale des ersten Tages hier beim Ride of the Year Contest auf Fehmarn. Sebastian, Jonathan, Linus und dann Jan. Hier haben wir gerade die Reihenfolge gehört und zwar ist das Ramon. Scheiße. Okay. Ich hab sie gleich. Dann starten. So gut war mein Gedächtnis dann doch nicht. Reihenfolge des Finales der Herren hier beim Rider of the Year Contest ist Ramon Erdmann, Lauritz Wietüchter, Sebastian Dannberg, Jonathan Isselstein, Linus Erdmann und Jan Burgdörfer. In der Reihenfolge werden sie hier antreten. Als erster Ramon, linker Fuß vorne, aber Hand vorne Bar genommen. Das heißt meistens, dass er keinen Trick mehr macht. Oh, probiert leichten Butterslide. So, Ramon jetzt bereitet sich mental vor für seinen ersten Trick. Physisch selbstverständlich auch. Starker Heat hier, auf jeden Fall die oberen Deutschen, der Kitesurfer von der Leistung. Linus natürlich bekannt als, weiß Gott, wie häufig deutscher Meister.
steht hier aber auch noch hinter uns und regelt alles. Behält den Überblick. So, Ramon bis dran. So, jetzt Ramon Erdmann hier. Jetzt rechter Fuß vorne. Kommt hier direkt vor uns vor. Das ist natürlich schön. Hakt hier aus. Rally Toeside Crypt. Surface Pass. Leider eine Backbar. War leider noch nicht eingehakt. Das bedeutet Crash an der Stelle. Leider. Da wollte er einen Rally Toeside Surface Pass machen. So geht das immer meistens los mit den Frontside 360s. Kann man sich ein bisschen dran gewöhnen. Als nächster Lauritz Wiethüchter. Ist noch mit dem 12er Puls hier von North unterwegs. Ja, der schläft bis 7 durch. Also wir haben Zeiten gehabt, da hat er bis 9 oder so manchmal gehabt, von 18 Uhr. Ja, normal. Du kannst auch laut sein, wie du willst. Wir hören abends immer richtig Ballermusik. Das juckt dir nicht die Bohne. Hauptsache laut. Ja, ja. Jetzt guckt er. So, als nächster Lauritz Wiethüchter. Nee, Lauritz. Lauritz, dann Basti. Das hab ich gesagt. Doch. Doch, Digga. Oh Mann, ey. Hallo. Jonathan ist komplett verwirrt jetzt. Oder? Aber Lauritz ist. Ja, Jonathan darf hier gar nicht hingucken aktuell. Der kriegt das, also... Komm, Lauritz, jetzt. Ah. So, Lauritz, jetzt fährt auf uns zu. Muss noch ein bisschen schnallen, dass er dran ist. Guckt nicht zu uns. Komm ran! Hebt die Hand. Vielleicht denkt er jetzt auch erst nicht dran. Doch, er ist dran. Brauchen alle Bibi Talking. Nächsten Contest mit Bibi Talking. So, Handy ist entsperrt. Inga, magst du einmal entsperren? Lauritz hier, rechter Fuß vorne, hakt sich direkt vor der Sonne aus. Nicht abgepoppt, zählt noch nicht. Kein Trickversuch. Typische Lauritz-Eigenschaft, immer schön mit ordentlich Speed anballern, so wie sich das gehört. Hat er auch damals in Brasilien schon immer so gemacht. Und die Tricks, die er kann, die kann er auch eigentlich. Hab ihn aber auch tatsächlich seit Brasilien nicht mehr kiten sehen. Ja, haben wir gerade schon. Von daher war das quasi eine kleine Überraschung hier für die deutsche Kite-Szene. Ja, Lauritz hakt sich ordentlich weit oben aus. Blind Judge 3 Crash. Und der Kite zieht nochmal. Man muss sagen, dass Lauritz den Kite noch nie geflogen ist an der Stelle. Den fährt er jetzt provisorisch das erste Mal. Und das direkt im Contest. Basti. Basti Dannberg hier immer auf Fehmarn unterwegs. Immer am Shredden, hakt sich direkt vor uns aus. Backroad Toeside. Backroad Toeside, das ist eine Rückwärtsrotation mit einer 540 Grad Drehung. Backroll 5. Heißt das im Fachjargon oder bei den Judges? So, als nächster. Jonathan Isselstein, der CEO of Salty Heads. Sieht man mittlerweile auf Fehmarn amtlich Leute mit rumlaufen. In Tarifa ist er auch wahrscheinlich ordentlich verbreitet. Macht er gut, hat Druck, fährt einen 1,47er Stick. Das ist natürlich sehr nice und steasy. Grabs sind sehr leicht zu erreichen dadurch und die Landung auch safe. Herr Downwind hat tatsächlich fast zu viel Druck gehabt in dem Moment. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass wir hier ordentlich Wind haben und umso mehr Druck, desto höher können die Leute fliegen und desto höher sie springen, desto mehr Action ist gegeben. So, Johnny linker Fuß vorne, hakt sich jetzt spontan nach links aus, Shifty Wrapped, Kite wieder geloopt, wie vorhin. Gibt natürlich einen Abzug in der B-Note. Oder auch in der A-Note. So, als nächster Linus Erdmann. X-facher deutscher Meister, 12er Nexus.
fährt los. Vorletzter im Heat, erster Versuch. Hat Bock der Junge bestimmt. Hier an seinem Local Spot. Die Judges werten noch den Trick von Johnny. Linus ist dran. Hat er gesehen, hat er registriert. Der Junge weiß, wo er hinzugucken hat. Im Falle eines Contests. Hat auch Druck. Ich call Front Mode 5. Back Mode 5. Hat er safe und clean. Und easy und steasy. Und der Kite war sehr niedrig. Was natürlich immer Pluspunkte gibt, da der Trick schwerer, aber auch stylischer ausführbar ist, wenn der Kite niedrig ist. Hat er gut gemacht. Mode 5, Textbook. Schön gelandet. So, als nächster Jan Burgdörfer. Hier. Mein Schwippschwager. Ich weiß auch nicht. Macht sich hier fertig mit seinem Elevate Kite. 12er, wenn ich richtig sehe. 12er Elevate. Kommt hier rechter Fuß vorne, hat uns registriert. Ordentlich nah an der Mulle und ordentlich Dampf, der Junge. Der Junge hat Bock und wird sich direkt vor uns aushaken. Boah, der hat richtig Druck. Geht in die Kante, hakt sich aus. 3-1-5. Oh, aber so steasy. Oh, nice. Jan, Alter. Sehr schön. 315, Frontside gedreht, Toeside gelandet. 540 Grad Drehung. Super schön danach. Jetzt macht er noch eine Double Front Roll hier im Hintergrund, aber auf jeden Fall sehr clean gelandet und der Pop to normal wieder hat natürlich gezeigt, dass er permanent im Laufe des Tricks die Kontrolle behalten hat. Hat er gut gemacht. Nice. So, als nächster Ramon Erdmann, aber die Judges sind noch ein bisschen am Kalkulieren. Okay, Ramon. Ramon ist dran. Geht er für den Rally Blind mit links vorne oder ist es doch die Unhooked Toeside, Backroll? So. Linus wünscht denen jetzt wahrscheinlich Glück, da es sein Vater ist. Ist natürlich auch immer schön, Familie im Heat zu sehen. Das ist doch herrlich, Ramon, hier jetzt rechter Fuß vorne. Ordentlich Druck, es ist ganz schön Wind. Er hakt sich aus, Rally Toeside und Surface Pass. Nee, Handdrag. Handplant. Einmal kurz, um die Kontrolle zu bewahren, hat er die Hand ins Wasser ausgestreckt. Hat er gut gemacht. Als nächster Lauritz, aber ist noch gar nicht dran, eigentlich. Doch, kann er. Aspen. Beinahe die Landung gecrashed, weil der Junge hat Druck und der geht auch mit Druck rein. Macht er gut. Wollte er mehr, aber macht er gut. So, Sebastian Dannberg, aka Basti, kommt jetzt mit einem Nash. Nash Dash. Meiner Meinung nach extrem schöner Kite mit dem alten Oldschool Nash Logo, dem Totenkopf, dem Piraten-Totenkopf. So, ist dran. Kann. Hakt sich aus, direkt vor uns. Front Roll to Toeside. Ganz lustig, weil das eigentlich nur ein 180 war, wenn man so überlegt. Aber steasy gemacht. Und ja. Ganz schön clean. Ich glaube, ich filme hier so scheiße, ne? Mach, hier ist gerade Findest hier an der Kamera. Jo. Das war Findest hier Einwand an der Stelle. Als nächster Jonathan Isselstein ist dran. Und er weiß es sogar. Nice! Eigentlich sollte es dafür schon Punkte geben. Das gibt Style-Punkte. So. Johnny hat amtlich Druck in der Tüte. Schön Downwind, hakt sich aus. Back to blind, Tail Grab. Kite Loop immer noch blind. Ah. Man könnte es noch als Buttcheck werten, aber eigentlich nicht. Das gäbe vielleicht 0,1 Punkt. Aber den Grab haben wir natürlich gesehen. Nee, stimmt. Leider nicht eingehakt gewesen, von daher auch keine Punkte an der Stelle für den Johnny.
den Kai Johnny. Linus Erdmann als nächster. Entweder Front Mob 5 oder Blind Judge 5 würde ich callen. S-Mob 5 wird's. Wenn wir richtig Glück haben und er Bock, dann auch ein 7. Immer gern gesehen. Ne, 3-1-5. Okay. Quasi derselbe Trick, den Jan Burgdörfer in der vorherigen Runde durchgeführt hat. Und hier sehen wir ihn auch direkt. Extrem krass geworden in den letzten Jahren. Einer der ersten Kumpels, die ich durchs Kiten gefunden habe. Über die Jahre immer besser geworden und immer besser. Bis heute wird er immer noch besser. Linker Fuß vorne, hakt sich auf. Dreht nochmal, nimmt noch einen Anlauf. Passiert, kann er machen, ist noch nicht abgepoppt. Erst wenn er das Wasser verlässt, zählt es auch als Trick. Wendet noch einmal, um sich den nötigen Schwung zu holen. Kommt jetzt, linker Fuß vorne. Hakt sich aus, immer schön downwind. Und nochmal, hat amtlich Druck. Wollte einen Late Mope, Ecke, Hinterberg. Oh, ey. Leider Crash. Hat da eine Combo oder auch Line versucht. Wäre natürlich cool gewesen. Das ist Kiteboarding. Als nächster wieder Ramon. Weiß Bescheid, ist auch direkt vor uns. Es ist natürlich sehr nice, wenn die Rider auch immer aktuell gut wissen, wer wann dran ist. Und so. Meine Hand ist im Bild, wird rausgenommen. Die Judges sind noch am Arbeiten und gleich geht's dann auch weiter. Geht weiter mit Ramon. Hat das Signal wahrgenommen. Nimmt Anlauf. Ramon Erdmann den ganzen Winter auch bei Tarifa gewesen. Viel trainiert in der Lagune. Extrem viel. Findest sie war dabei. Hakt sich jetzt aus. Backroll. Anhuckt. Mit ordentlich Speed. Speed ist alles. Speed ist key. Speed ist das, was wir brauchen und wollen beim Kitesurfen. Als nächster ist Lauritz Wiethüchter wieder dran. Ist auch wieder direkt hier. Das läuft wie am Schnürchen. Aber letztendlich müssen sich die Rider auch nur einen merken, nachdem sie dann fahren müssen. So. Hebt die Hand. Hat Platz, hackt sie aus, direkt vor der Sonne wieder. Oh, Backmob! Oh, aber was? Wie, what? Wo hat er denn die Bar gefangen? Alter, nicht schlecht. Leider Kite Loop, das gibt dann in den Style-Punkten einen leichten Abzug oder auch einen teilweise sehr prägnanten. Zu Recht, weil es natürlich auch styletechnisch gar nicht geht. Aber die Backmob hat er gestanden, den Backmob. Schön gemacht, sauber gelandet. Alter, ist es so anstrengend zu filmen. Krabbt schon Handkrampf. Handkrämpfe hier beim Filmen hinter der Kamera, hört man. So, jetzt Basti Dannberg. Local Shredder quasi. Haspa Dude. Ah, oh, Rally Rap versucht, leider gecrashed. Aber schön gemacht. Schönes Commitment. Leider nicht ganz rumgedreht. Jonathan! Johnny als nächster. Hat's registriert? Der ist ja richtig am Start im Finale. Da weiß er, es geht einfach um alles hier. Fährt jetzt an, rechter Fuß vorne. 12er Kite. Hier an der Hafenmole. Vom Orter Hafen. Wetter könnte gar nicht besser sein für so einen Contest. Aspen to Blind. Gestanden. Wieder mit Kite Loop. Was? Transition. Zählt das jetzt als Transition oder als Kite Loop Abzugpunkte? Abzug, ja. Würde ich auch selber nicht anders machen, weil Kite Loop ist nun mal ein Kite Loop. Und der gehört sich nicht nach Tricks. Linus Erdmann als nächster. Sobald die Judges die Wertung abgegeben haben. Wartet auf unser Zeichen. Geht los. Oh, da sind wir gespannt.
Line Judge 5? Ja. Ja. Wenn er Druck hat, Line Judge 5. Oder Front Blind Mob oder Hard Attack. Drucktechnisch sieht es eher nach Front Blind Mob aus. Jetzt hat er den Zug, den er will. Hakt sich aus. Blind Judge 5. Nee, Blind Judge 3 tatsächlich. Der Unterschied, ganz einfach, 360 Grad statt 540 Grad. Leicht gesagt, schwer gemacht, weil die restlichen 180 Grad sind tatsächlich extrem anspruchsvoll, dadurch, dass du nach dieser ganzen Rotation mit gepasster Bar immer noch ein Pass weiterhin machen musst. Das ist natürlich nicht leicht. Können auch, wie gesagt, nicht viele hier in Deutschland. Als nächster und letzter wieder hier im Heat, Jan Burgdörfer, hat das Zeichen gesehen. Fährt extrem solide. Der Hacker. Gut. Oh, hier jetzt Jan Burgdörfer mit richtig Speed, kommt hier gegen uns, auf uns zu genagelt. Vollgas jetzt, Jan! Toeside! Tootsie Roll? Tootsie Roll, cleaner kann man den eigentlich nicht machen. Das war perfekt, das war wunderschön. Toeside hilft den Ridern immer, wenn ein bisschen zu viel Druck im Kite ist, weil du dadurch für Toeside Unhooked Moves immer extrem viel Druck brauchst. Hat er nice gemacht. Perfekt gestanden. Safest Ding. Hat er gut gemacht. Hast du den drauf? Aber schlecht. Ja, ist zu nah. Ich moderiere mir meinen Arsch ab. Und später sieht man das gar nicht im Video. Ja, oder müssen wir dann wirklich schauen, dass wir nur... Ja, ist doch das Finale, oder? Ich krieg die halt nicht drauf, wenn die zu nah sind hier. Ja, ist auch ein behindertes Objektiv. Naja. Wir machen alles, was wir können. Ja. Wir tun, was wir können mit den technischen Geschaffenheiten. Alter, wie lang war der denn gerade in der Luft? Hier war gerade einer. Dann kommt Bier ins Spiel. So. Ramon Erdmann hier rechts. Rayleigh Blind! Ah, schade. Kite ein bisschen zu tief gehabt. Und im Trick leider noch einen Tick runtergelenkt und somit kam es zum Crash. Kein Punkt da, keine Punkte. Das ist Laurent. Yes. Lauritz Wiethüchter als nächster. Fremder Kite. Kein fremder Typ. Kann kiten. Macht es gut. Ist dran. So, wird wahrscheinlich mit linken Fuß vorne abspringen, so wie es aussieht. Nimmt sich Zeit und Platz. Wir sind gespannt. Lauritz, immer Bock auf Full Send, immer ordentlich Druck. Hakt sich mit Speed aus. Yo, mach ihn trapped. Ah, Rayleigh Toeside, Buttcheck. Ja, kann man crash. Bringt auch nichts an der Stelle. Der Wille war da. Aber da hat es dann aufgehört in dem Fall. Wahrscheinlich eine Böe gecatcht. Kann alles passieren. Sebastian Danberg hier, linker Fuß vorne. Mit seinem Nash Dash. Backroad Toeside hat er aber schon. Oh! Alter! Noch versucht, so einen kleinen Wake-Style-Pop-Trick hinterher zu hauen. Hat er und zählt als Crash. So, Johnny als nächster. Macht hier seine Faxen. Wie es sich gehört, immer Spaß. Spaß an der Sache haben. Wichtigster Punkt an dem Ganzen. So, Johnny hier mit zwei Finnen, weil mehr braucht man auch nicht. Nur an der Heelside, ordentlich Druck im Kite. Wird einen Late Mob versuchen, to rap zumindest. Ah, never mind. Ich habe gar nichts gesagt. Er springt nach rechts. Ich denke, der probiert einen schönen
Back to Blind mit Tailgrab eventuell oder einen Aspen to Blind. Never mind. Er holt nochmal Schwung. Vielleicht weiß er noch nicht, dass er dran ist. So, jetzt. Ja, wir haben schon gesehen. Jans Auto ist Johnny kommt hier mit Speed angeballert. Oh, der hat richtig Druck. Jetzt kommt Johnny. Ja. Back row, toe side, late move. To wrap, kite loop. Ah, die kite loops. Die kite loops. Gibt's nicht, gibt nur Hinterburger. Hinterburger oder late move. Wie auch immer die Namen sind. Letztendlich ist es dasselbe. Hinterburger to wrapped kann man es auch nennen. Hinterburger to wrapped halt mit vollem Anzug. Hat er schön gemacht. Leider mit Kite Loop. Tobi, wer kommt jetzt? Linus. Als nächster Linus Erdmann steht vorne an der Mole hier am Otterhafen. Macht sich bereit. Oh, hier ein kleiner Boogie Loop zwischendurch hier fürs Auge. Ist immer gut für die Optik. So, Linus jetzt hier. Kommt mit Vollspeed angeheizt. Hat Bock. So wie wir. Hat Druck. Geht auf Toeside. Oha. Tootsie Roll. Tootsie Roll hat er gemacht. Er wollte eigentlich den Trick to Toeside drehen und somit eine Tootsie Roll 5 machen. Leider hat es nur für eine normale gereicht, aber dafür in perfekter Ausführung. Solide Zwischenscore. Das ist hier ein ganz schönes Battle zwischen Linus und Jan Burgdörfer. Intern, kann man so sagen. Wer da gerade vorne liegt, können Sie sich selber ausrechnen? Könnt ihr euch selber ausrechnen? Nee, Jan. Jan Burgdörfer jetzt mit seinem gelb, weißen, grauen, schwarz Kite. Hallo Mucki. Hat was für dich. Oh, danke schön. Soll ich das essen? Ja. Hier, Schatzi. Mmh, Maschallah. Ich will auch was essen. Nee, Mann, so, jetzt, Herrn Burgdörfer. Hat immer noch ordentlich Druck. Dein Blick habe ich gefühlt. Hat ganz schön Druck. Hackt sich aus. Yeah, Backmob. Clean, wie er soll. Und das bei so viel Druck ist nicht leicht bei dem Trick, weil man den in der Regel niedriger macht als die normalen Tricks. Aber hat er clean gemacht. Hier, Ramon macht hier seine Schinken-Stunts. Alter. Was er da gerade gemacht hat? Weiß ich auch weiß nicht. Weiß man auch nicht. Hier ist gerade ein kleiner Sturz passiert, aber irgendwie war der Sturz clean. Wie auch immer. Der biegt einfach nicht. Warum? Als nächster ist Ramon Erdmann, kommt hier von der rechten Seite. Achso, ich habe auch schon reingeklickt, alles gut, ich habe das schon rausgelöscht. Weil wir warten noch einmal auf die Scores. Rauslöschen, dann steht da Value unten. Ich glaube, das dürfte sich nach der Runde ändern. Ja, wenn wir gleich was eingeben, dann guck nochmal. Das ist auch das Licht daran, dass wir... So. Ramon Erdmann jetzt. Hat das Go von den Judges. Hat Platz ohne Ende. Wetter ist gut, Wind ist gut, hakt sich aus. Rayleigh. Jo, oh, ein bisschen wonky bei der Landung, aber... Ah, oh, nein! Crash. Leider Crash. Kann man nichts dran ändern. Der Wille zählt. Und dabei sein ist alles. Hier ein kleiner Freerider mit einem Boogie Loop. Interessant. Oi! Oi! Oh, Alter, ich dachte schon, ey, jetzt haut ihn der Windsurfer rein. Das wär's on cam, ey. So, jetzt Lauritz Wietüchter, hebt die Hand, weißt Bescheid. Telefon. Hat Bock, hackt sich aus. Yo, Blind Judge 3 Crash leider. Oh Mann, schade. Schade an der Stelle. Blind Judge 3 Versuch. Ich hab sie so weit, brauchen sie direkt. Wer ist jetzt dran? Achso, danke. Als nächster. Bastian. Basti. Sebastian Wenn. Aber Basti Danberg kommt hier angefahren. Hat Druck. Hier links sitzt auch seine Crowd, seine Fanbase. Zum Start hakt sich aus. Frontroll to Rap, Alter. Leider Crash, aber nice.
probier mal bitte kalt. Hat er nice gemacht. Michael ist Head Judge. Voll, ey. Siehst du voll aus wie so ein Head Judge. Perfekt. Ja, einer, der am PC kontrolliert, was die anderen morgens machen. Eben. So. Das war Bastis Versuch. Als nächster Johnny. Hier mit dem roten Reach. Hat er es gesehen? Hat er gesehen? Ui! Hat er wahrgenommen? Basti ist hier noch relativ präsent in der Zone. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich nicht da die Line kreuzen. Geht los, Johnny. Hackt sie aus. Oh, weg! Yeah. Nice! Nicer Crash. Da wollte er den Back-to-Blind nochmal versuchen, aber leider ein wenig zu übereifrig in die Rotation gegangen. Double back roll to rap wäre auch geil gewesen. To blind. Linus direkt im Anschluss, hakt sich aus. Nicht. Sammelt gleich noch ein bisschen Schwung. Hatte er aber. War wahrscheinlich windbedingt. Hat jetzt das Go. War das schon mal im Mund? Kommt hier ordentlich angeheizt, hakt sich aus mit Druck. Blind Judge 5, boah, was? Auf einer Höhe, wie andere hier im Blind Judge 3 machen. Sauber gemacht, zeugt davon, dass er den Trick schon ordentlich on lock hat. Heißes Ding. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Macht er gut. Hat er gemacht. Ja. Olympia moderieren, also falls da draußen das irgendwelche hören, die Kontakte. Eurosport 2, wir kommen gerne. Ja. Hallo, die haben Skaten echt nicht gut moderiert dieses Mal. Dafür sind das hätte ich besser gemacht. So. Jan Burgdörfer als nächster. Ist direkt hier an der Stirn der Mole am Ortehafen auf Fehmarn. Weiß Bescheid, dass es losgeht. Hat den Überblick behalten. Fährt hier einen grundsoliden Heat. Kommt ordentlich angeheizt hier. Rechtsfuß vorne. Der hat richtig Dampf, der Junge. Der hat richtig Druck. Hakt sich. Boah, geht wieder in die Kante. Yeah! Frontmobe, S-Mobe. Sehr schön gemacht. NIS kann man ihn auch nennen. Hat viele Namen, der Trick. Aber ist auf jeden Fall ein nice und chilliger Trick an der Stelle. Hat er auch schon mal mit einer weiteren 360 Grad Rotation hinten dran gelandet. Häufiger tatsächlich. Das ist dann das, was im Profizirkus abgeht. Im Fachjargon heißt es Doubles. Einfach zwei Handle Passes in der Luft. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass jeder Trick, den die Kaider machen, bei dem die Bar zweimal hinterm Rücken übergeben wird, extrem anspruchsvoll ist. Und Jan und Linus haben auf jeden Fall das Können und die Erfahrung, um Doubles zu machen, so wie man das bei Linus gerade gesehen hat. Als nächster Ramon Rayleigh wollte er wahrscheinlich to blind ziehen, kite aber sehr tief gewesen, was das Ganze natürlich wesentlich erschwert. Zumindest höhentechnisch. Jetzt noch eine schöne Backrow hinterher, um zu beweisen, Kontrolle hat er. So, als nächster Lauritz Wietüchter kommt. Nee, Tobi, ich hab das einfacher gemacht. Ich hab meine Freundin gesucht mit Kind. Echt? Ja. Ist wirklich so? Ja, ist wirklich so. Alter. Holy shit. Viel passiert. So, jetzt hier Lauritz Wietüchter lächelt noch einmal in die Kamera, bevor es losgeht mit Full Send. Hakt sich aus. Gekonnt. Blind Judge 3 hat er doch. Kann er kein Kite Loop? Sehr schön. Danke, Lauritz. Den kann er. Hat er schön gemacht. Schön vollzogen diesen Trick. Kite leider ein bisschen hoch bei der Landung, aber Rest
Dafür hatte er natürlich eine amtliche Trickhöhe. Sorgst du mir was zu essen? Ja. Ich auch. Ja. Hat er schön gemacht, Herr Lauritz. Hat er geübt. Schon 2018 in Brasilien. Basti Dannenberg jetzt hier mit ordentlich Speed mit dem schwarzen Kite. Style-technisch extrem geil. Oh, Toeside. Toeside Front Roll Butt Check. Boah. War eine Toeside Front Roll. Ist so. Oh, Blueberry Fusion. Von Brot, Angebot. Oh, nein. Da hätte ich fast die Kamera. Ja, wie wolltest du es denn so in meine Hand werfen? Du hattest ja schon was in der Hand. Ja. So, hier gab es gerade ein kleines Missgeschick. Aber nichts passiert, es ist nur das Rosinenbrot ins Wasser gefallen. Nebenbei wurden wir gerade... Oh, Jonathan kommt hier auf uns zugefahren. Ordentlich Speed, rechter Fuß vorne, 12er Kite. Hackt sie aus, Kante, Front to Blind, komm, mach hin! Nein, ja, nein, oh, schade. Oh, ich hätte es ihm so gegönnt. Ich hätte es ihm so gegönnt. Wunderschöner Trick und er macht den auch, wenn er ihn steht, extrem stylisch. Und selbst wenn er ihn nicht steht, sieht er gut aus. Also der Trick. Aber auch der Jonathan. Aber auch der Jonathan hört man hier gerade vom Kameramann. Netterweise wurden wir hier gerade von der Loni Erdmann mit leckeren Nüssen von Kernenergie versorgt, damit wir auch schön Energie behalten. Jetzt Linus Erdmann. Pumpt hier, versucht ordentlich Speed zu generieren und Leinspannung. Geht in die Kante. Oh, oh, 3 und 7. Oh, leider Crash. Oh, 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 unsafe, unsafe, ich weiß nicht. Das sah gerade beinahe so aus, wie als wäre sein Kite in einer Death Spiral gefangen. Das bedeutet, ja, es sah so aus, wie als hätte ihm seine Safety Leash, seine letzte Verbindung zum Kite, beinahe stranguliert. Aber zum Glück nichts passiert. Der Junge fährt wieder. Leash hat er abgemacht. Kein Bock mehr auf Leash. Ja, ich bin ready. Krasser Effort. Krasser Trick. 3-7. Profi. So, jetzt Jan Burgdörfer von rechts. Hakt sie aus. Front Blind mit Grab. Und den Grab haben wir gesehen, der war gehalten. Das war kein Tap an der Stelle. Sau schön. Hammer gemacht. Wer jetzt? Als letztes. Letzter Trickversuch der Jungs. Als erstes Ramon Erdmann. So, reicht hier. Ja, was ist das denn? So, jetzt Ramon. Kommt hier angefahren von rechts ins Bild herein. So. Hakt sich aus. Kann man da so Burger zum Mitnehmen holen? Alter. Nice. Nicht? Echt? Hanna, ich hab gehört, du willst gleich fünf Burger bestellen. 3 für dich, 2 für mich. Ja. Fair. So, wir warten auf Ramon. Fährt hier noch einmal nach rechts. Und jetzt kommt er. Letzter Trickversuch. Jetzt noch einmal alles geben. Das ist das, was zählt. Immer alles geben und Spaß haben. Ui! Ui! Nicer Crash hier an der Stelle. Kite. Und zack. Ja, man kennt's. So. Ramon hat er gemacht. So, jetzt Lauritz Wietüchter von links. Hat das Zeichen bekommen. Fährt hier nach rechts jetzt, rechter Fuß vorne. Downwind. Hakt sich aus, ordentlich Druck schon wieder. Espen, Hard Attack. Kite Loop, Butt Check, Doppel Kite Loop. Ah, okay.
dann leider doch den Speed etwas verloren. In der Luft anfangs sah es schön aus. Leider bei der Landung etwas Schwierigkeiten gehabt. Yes! Basti ist dran. Warte mal. Also noch nicht. Das riecht hier nach Hot Dogs. Ich will Hot Dogs. Achtung, Basti kommt. So, Basti jetzt. Direkt vor uns. Linker Fuß vorne. Boah! Oh Gott, da wäre beinahe ein ganz übler Bail gewesen. Beinahe komplett gestorben. Aber noch nice gerettet. Immer das Brett aufs Wasser versuchen zu kriegen, dann ist der Sturz auch nicht so schlimm, wie wenn man einfach in der Horizontalen einschlägt. Fürs Auge natürlich gut. So, Johnny ist. Ja, oder? So, und los geht's hier, Johnny, jetzt rechter Fuß vorne, letzter Trickversuch. Hat amtlich Dampf hier im Kite. Komm, mach nochmal, gib noch einmal alles, letzter Versuch. Frontblind, mach ihn. Ja! Da hat er sich gefreut. Oh, clean gelandet und wieder eingehakt. Nice! Oh, Alter, als letzten Trickversuch hier. Oh, der hat nochmal. Oh, zum Sonnenuntergang und genau jetzt ist auch die Sonne weg. Letzter Trick vor der Sonne. Ja, auf jeden Fall. Mega gemacht. Holy damn, den hat er da performt. Die Erwartungen waren hoch und er hat delivered. Letzter Trick von Linus Erdmann hier. Sechsfacher deutscher Meister oder sieben. Kommt rechter Fuß angefahren. Rechter Fuß vorne. Hat Druck. Hat er Druck? Hat gar nicht so viel Druck. So. Linus. Ein Hard Attack 5 wäre schön. Bei Druck wäre möglich. Das ist eine Vorwärtsrotation mit darauf folgender 540-Rotation. Mit Double Pass. So. Linus jetzt versucht seinen Speed zu generieren. Erstmal depowern. Er nimmt sich. Tunt nochmal den Kite ein wenig ein. Kommt jetzt auf uns zugefahren. Ja, jetzt kommt Löschen. Eiserner Blick, extrem fokussiert. Hakt sich aus. Direkt vor der Kamera, 3-1-5. Wollte er den 3-1-7 haben? Leider nur höhentechnisch und zeittechnisch in der Luft für einen 3-1-5 gereicht. Frontside-Rotation 540 Grad. Toeside gelandet, kein doppelter Pass. Jetzt Jan Burgdörfer, sobald die... letzter Trick des Tages hier von Jan Burgdörfer. Weiß Bescheid. Kommt jetzt angefahren hier, 12er. Kite. Ein Double wäre doch nochmal schön von Jan. Der hat richtig Dampf schon wieder. Der hat richtig Druck. Alter. Toeside. Tootsie Roll hat er schon. Was macht er? Tootsie 5? Wollte er. Ja, da kannst du einen Crash draufschreiben, bei dem müssen wir hier rausnehmen. Leider ein Trick wiederholt. So, ich so und das war's. Und wir hören uns dann wieder, wenn die Ergebnisse stehen.